Sara macht Sommer-Specials werden dir präsentiert von True Fruits. Im heutigen Sommer-Special ist als erstes mein Beschützerinstinkt gefragt. Wie mache ich mich als Bodyguard? Und das erst noch von einem ganz speziellen, ich sage einmal, Z-Promi. Viel Spass damit. Ich bin Markus Avoldi, Pampasus Sicherheitsdienst GmbH, Geschäftsführer. Heute machen wir aus der Sara einen Bodyguard. Also Marco, du willst jetzt im Ernst, dass ich am Abend ein Bodyguard bin? Richtig, jawohl. Da haben wir wirklich das erste Problem, und das ist die Waffe hier. Die muss ich nicht anlegen heute. Die brauchst du heute doch und wirst eine Scharf schiessen mit dieser Waffe. Oh nein. Oh doch. Also mit dem geht es jetzt gerade los. Mit dem geht es jetzt gerade los. Und darum übergebe ich dich unserem Instruktor, dem Schulleiter der Sicherheitsfachschule, wo wir trainieren, hier, an diesem Standort, damit du die Ausbildung kannst durchmachen kannst. Noch nicht laden, hä? Noch nicht laden. Genau. Mhm. Du darfst hier strecken, hä? Strecken. Das Gelenk genau. Mhm. Schön. Mhm. Und jetzt, hier siehst du das Visier. Oh Gott. Hier der rote, der weiße Punkt da, hä? Ja. Mit dem hier, hier Spitze, tust du eigentlich Ziel visieren, woher dass du schiessen willst. Ja. Und nachher tust du auf Go, Kommando, tust du dann abdrücken, hä? Ziele! Oh Gott! Ziele. Ja, ich ziele! Ziele, genau! Stabil, stabil bleiben! Du mich? Jawohl! Bist du mit mir? Visieren, jawohl! Visieren, visieren! Visieren. Finger rein! Ja! Go! Warte! Kannst, wieso ist das so da hinten? Genau. So. Was ist das? Achtung, heiß. Heiß. Genau. Gut. Also. So gefährlich alles, ich mache mich ganz nervös hier. Ja. Das ist jetzt. Das heisst jetzt, dass die Waffe eigentlich keinen Schuss mehr drin hat. Ah, endlich! Ja, jetzt hast du es geschafft. Jetzt gehen wir nur schauen. Gehen wir nur schauen, also, ob du etwas drauf hast. Und ja. Dann okay. Haben wir es geschafft. He? Das ist eine neue. Das ist eine, ja. Ist das meine? Kommst du immer wie näher? Ja, hey, fast. Kommst du immer wie näher? Ich meine, super. Weißt, ich bin aber jemand, ich möchte die Person hier nicht töten. Ich nur Angst machen. Okay, okay. Oder dass sie einfach weiter vorläuft und dann kannst du sie holen. Oh Gott, hey. Was war das für ein Einstieg für die nächste Aufgabe? Hey. Mir ist schlecht. Es ist extrem wichtig, Sarah, dass man auch im Bodyguard, im Personenschutz kann anständig und gut fahren kann. Auch im möglichen Hinterhalt oder im möglichen Angriff auch weiss, wie mit dem Fahrzeug umzugehen. Kann ausweichen, dementsprechend auch flüchten, wenn es muss sein. Mhm. Kannst du dir vorstellen, wenn ein Angriff Zuschauer kommen, die irgendetwas wollen von deiner VIP, dass du eigentlich weisst, wie das Fahrzeug noch dann musst du fortbewegen. Du musst dich so dem schnell ausweichen können. Richtig. Und so. Voll beschleunigen und dann ausweichen. Bremsen. Ich bin tot. Job vom Bodyguard, ey. Ist nichts für mich. So, Sarah. Bist du bereit?
Ja, wir sehen schicker aus als vorher. Hast du dich jetzt umgezogen, jawohl. Dieses Detail fehlt noch, wenn die Sonne scheint. Darum solltest du jetzt noch Sonnenbrille anlegen. Kein Problem. Ich habe dich vorgesorgt. Ich habe eine echte, super geniale Bodyguard-Brille dabei. Kein Problem. Jetzt nehmen wir einen Prominenten in Empfang. Mhm. JP Love heisst er. Kennst du? JP Love? Hi, ich bin Sarah, ich bin deine Bodyguardin. Freut mich. Darf man schon so begrüßen, oder? Freundlich, lieb. Ja, klar, hallo. Und wer bist du? Der Marco, zweite Bodyguard heute. Freut mich. Dritte ist schon im Fahrzeug parat für dich. Sehr gut. Gut, also, gehen wir los. Jawohl. Was kann ich jetzt für Aufgaben? Du tust ihm jetzt Türen auf. Türen auf. Wenn du mit dir begleitest, steigst du auf dieser Seite ein, ich steige vorne ein. Okay. Und der Arun, der ja dabei ist, ja, bleibt im hinteren Fahrzeug und kommt mit uns mit. Ah, okay, zwei Fahrzeuge. Ja. Gut. Also, JP. Mach die Türen auf. Da, 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 da. Da, 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 da. Merci vielmals, danke. Du darfst da rein. Wir haben noch keine Gefahrenzone da. Alles abgecheckt natürlich. Gut, gut. Bitte kein Foto machen, kein Autogramm bitte. Oh oh. Ich stehe alleine da. Gut laufen, gut, go, go, go. Hey, keine Kamera bitte. Grüezi, Entschuldigung, könnten Sie das Geschäft schnell verlassen für den Promi, der hier ist? Danke vielmals. Schön. Merci. JP, wo warst du jetzt hin? Also, am liebsten möchte ich hier raus, mal in die Stadt. In die Stadt, okay. Gut. Eigentlich mein Bodyguard, wenn ich ihn mal brauche. And I will always love you. I will always... Ai, ai, ai. Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft, Sarah? Ja. Haben ihr die bodyguard? Wir haben sie bodyguard, ja. Ah, gut. Nein, nein. Super geschafft, Sarah. Wirklich tipptopp. Du warst schon ein bisschen überfordert. Ja, das haben wir gemerkt, ja, ja. Aber es war super geschafft. Einfach wirklich. In Zerten, glaube ich. Einfach ins Auto im Vorder, das Wichtigste. Ja. In so einem Angriff einfach ins Auto im Vorder. Habe ich gut aufgepasst bei der Perfekt. Vorbereitung am Morgen. Super gewesen. Ja. Ich habe zu viel geredet im Einkaufszentrum. Das machen wir in der Regel nicht. Okay. Mit der VIP redet man sehr, sehr, sehr wenig. Nur wenn sie etwas fragt, okay. Ist es so fast zu viel gemacht. Er hat mich immer gefragt. Genau. Er hat es natürlich herausgefordert. Ja. Genau. Okay, also JP, ich hoffe, wir waren gut für dich. Super, danke vielmals. Es ist absolut ein Hammertag. Die zweite Herausforderung heute ist für mich Harley fahren. Für viele von euch sicher gar kein Problem. Wie ich allerdings mit der schweren Maschine zu Schlag komme, das seht ihr jetzt.
Ich bin Rainer Bächli vom Harley Heaven in Dietikon. Heute kommt Sarah zu uns und steigt ein in die Welt des TÜV-Fahren. Und zwar gerade mit der Legende, mit der Harley Davidson. Mit dieser Maschine wirst du jetzt heute anfangen, anfangen biken. Der Harley-Welt. Okay. Sie ist im Moment einfach noch nicht wirklich aus wie eine Harley-Fahrerin. Die kleiden wir jetzt gerade noch schnell richtig ein. Jetzt wird die Harley-Braut. Richtig. Okay, und Leder, viel Leder. Viel Leder. Das ist genau das Richtige. Und mit dieser Maschine wirst du dann dort an einem speziellen Ort die ersten Stunden machen. Okay, also ich bin gespannt. Dann verwandle ich mich jetzt in eine Harley-Braut. Hier sind wir gerade im Fashion-Bereich für die Ladies. Die ist schön, die hat pink. Dann würde ich sagen, nehmen wir die gerade mal mit für dich. Schauen wir mal an, vielleicht noch mit Weiss etwas. Ja, mit Weiss ist auch Glitzer. Und vielleicht Glitzer. Glitzer ist immer gut. Ein bisschen bling-bling. Richtig. Nicht wahr? Genau. Dann Jeans, hat man Jeans auch zum Harley-Fahren? Es gibt spezielle Harley-Jeans. Ah ja. Das ist wichtig, mit speziellen Einsätzen drin. Dann für ein paar Hosen nehmen wir mal etwas, das schützt am Anfang, würde ich sagen. Und für darunter haben wir auch noch etwas Freches für dich. Geht passend natürlich. Sicherheitsweste, das ist gar nicht schlecht, wenn du jetzt das erste Mal fährst. Das nehmen wir definitiv. Okay. So, und jetzt ziehe ich mich um. So, Rainer, was meinst du? So, jetzt bist du bereit. Sieht gut aus. Gute Sicherheitsbekleidung. Und würde sagen, gehen wir auf Roggwil an Harley Ladies Day. Jetzt warten wir auf dich. Okay, bin gespannt. So, Sarah, hier sind wir jetzt wieder zurück in Wiel. Hier fangen die Frauen an, von TÜV fahren lernen, mit einer Harley Davidson. Okay. Und jetzt lassen wir los. Du bist bereit, angekleidet auf dem TÜV, mit den ersten Instruktionen. Das heisst, heute sind nur Frauen da? Heute sind nur Frauen da, ganz speziell für den Tag. Solche, die kein Billett haben, können hier unter Instruktion von Fahrlehrern mit Schutzbekleidung ihre ersten Gehversuche machen. Und das Ziel ist, dass sie selbstständig fahren können. Das ist das Ziel für mich in dem Fall. Definitiv das Ziel. Vorher kannst du nicht gehen. Start. Jetzt kannst du mal ein bisschen Gas geben. Das ist das? Ja. Sehr gut. Aber das ist so Gas und gleich eine Uhrzeit gebremst. Das ist ja völlig blöd. Das sagst du jetzt noch. Noch nicht mehr. Funktioniert tiptop. So. Nächster Schritt ist, du bleibst auf der Bremse. Jetzt ziehst du mal die Kupplung. Sehr gut. Wenn du die Kupplung gezogen hast, musst du mal den ersten Gang einlegen. Stehst du da drauf. Aber drücken? Ja, drückst ab. Und jetzt ist der erste Gang drin. Okay. Und jetzt lässt du mal ganz langsam die Kupplung kommen. Ja. Wie wenn du jetzt mich wegstossen möchtest. Ganz langsam. Und jetzt? Ein bisschen loslassen. Lass jetzt noch mal ein bisschen los. Einfach leicht, bis der Schleifpunkt kommt. Genau, die Führerrolle ganz langsam, schön. Und wieder kuppeln. Sehr gut. Sehr gut. Führer schauen. Ja, immer Führer schauen, weil du fährst in denen, wo du schaust. Jetzt kannst du wieder langsam kommen. Ganz langsam kommen lassen. Sehr gut, sehr gut. Schön. Kuppeln. Tipptopp. Darf ich auch bremsen? Jetzt bremsen. Perfekt. Sehr gut. Und wenn es einfach zu schnell würde gehen und mal irgendwie nicht mehr ein gutes Gefühl hast, einfach auf den Off-Schalter. Dann schaltet der Motor aus. Und dann kriege ich mit der Maschine und allem geht dumm runter. Nein, das stehen wir schon noch da. Das ist mega schwer im Fall. Muss ich nochmal? Jetzt geht nochmal eines. Führen schauen. Führen schauen, einfach kommen lassen. Sehr gut.
Sehr gut. Sehr gut. Einfach vorne schauen und kuppeln wieder. Bremsen. Perfekt. Juhu! Geht schon sehr gut. Ich kann Harley fahren. Auf der Bremse. Ich kann Harley fahren. Und jetzt gehen wir dann noch einen Gang. Jetzt gehen wir heim. Fertig, Sandwich. Ich will nicht weiter. Ich finde das länger. Nein. Doch, du kommst nicht davon. Doch, das länger. So, Sarah. Sind wir bereit? Nein, ich zwar nicht so, aber du sicher. Oh, wohl, das kommt jetzt gut. Ja. Also, du fährst neben mir her? Richtig, ich fahre neben dir her. Mhm. Das befolgen, was wir vorhin gesagt haben. Ich weiss das schon nicht mehr alles, aber das kommt es hat Instruktoren hier, die okay. Schauen auch noch auf uns zu. Also. Und jetzt, bevor es losgeht, kommt noch etwas ganz Wichtiges. Was? Zwar müssen wir das noch reinkleben. Ich bin ein Löhl. Noch einen schalten wir alles zwei, wenn wir da um die Kurve sind. Hey, ich komme da nicht um die Kurve, du musst weg. Kann ich bremsen? Kupplen. Schau um die Kurve rum. Sehr gut. Kupplen. Bremsen. Gut, super! Super! Hilfe! Ist nichts passiert! Hilfe! Ist gar nichts passiert! Arme ist nicht geil! Hey, da bin ich! Ich wäre jetzt hier rausgefahren! Du hättest es fast schon gehabt! Nein, da kommst du gerade da raus! Ist gar nichts! Oh mein Gott. Weißt du, was du gut? Hast du rausgeschaut? Ja, sicher. Ich weiss nicht, wo du durchschauen. Oh mein Und was Gott. Ist passiert? Oh mein Gott, um die Kurve komme ich nie! Wohl. Das Fahren ist schon fast nicht verwirrt. Nein. Jetzt noch um die Kurve schauen, links schauen. Umhauen, ganz langsam. Ganz super. Perfekt. Super. Also das Haltar ist schon im Griff. Super, abstellen mit dem Schalter. Super. Also das Anhalten habe ich böse im Griff. Sehr gut. Auch schnell. Auch wirklich schnell. Also das habe ich böse im Griff, weil das mache ich auch am liebsten. Das war jetzt also recht anstrengend. Ehrlich gesagt. Sicher? Ja, also ich musste mich recht konzentrieren. Aber bei meiner ersten Autofahrstunde war es auch so. Und ich kann trotzdem sehr gut Auto fahren. Das ist wie beim Skifahren, ist am Anfang nicht lustig. Ich denke einfach am Anfang erst ein bisschen hart. Ich bin jetzt auch nicht so lange da gewesen. Erst 10 Minuten konnte ich etwa fahren. Oder? Also das ist nicht so lang. Was meinst du, gehen wir noch auf die Straße? Hock mal hinten nur. Wieso? Jetzt will ich doch üben. Das machen wir dann schon noch weiter auf der Straße. Wieso bin ich zu wenig gut jetzt? Bist schon sehr gut gewesen, aber dann müssen wir noch etwas fahren. Müssen wir noch länger? Richtig. Also, dann montiere ich jetzt halt meine Begleitbrille und bin so einfach einen heißen Schnitt hinten drauf. Ist auch gut. Muss ich da draufstehen? Ja. Oh Gott. Wow! Aber ich habe zu viel an, eigentlich für so eine Harley-Braut hinten drauf. Muss ich dich heben? Ja, das ist gut so. Get the motor running, head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way, yeah, gotta go make it happen, take the world in a loving embrace, fire all of your guns at once and explode into space.
Das war es vom heutigen Sommer-Special. Nächste Woche gilt es dann, den richtigen Schlüssel zum richtigen Schloss zu finden und in schwindelerregender Höhe eine Fassade zu reinigen. Bis dann, eine gute Zeit und tschüss! Sommer-Specials bei Sarah macht's die etwas andere Erfrischung während der heissen Sommertage. Auch nächste Woche wieder bei Sarah macht's. Sarah macht Sommer-Specials sind dir präsentiert worden von True Fruits.